Was ist ein Arbeitsplatz? Auch wieder so eine tückische Frage. Jeder verwendet diesen Ausdruck, aber wenn man in die Verlegenheit kommt, in einer mündlichen Prüfung sowas mal beantworten zu müssen, dann kommt schon der eine oder andere ins Schleudern. Also man braucht wieder einen Trittstein. Der Arbeitsplatz ist der Ort. Man könnte hier gegebenenfalls auch Platz sagen. Ja, der Ort oder Platz. Und dann kann man die Kurve kriegen, an dem der Arbeitnehmer, ich kürze ab, AN, der Arbeitnehmer, seine Arbeitsleistung erbringt. So, und dann hat man die Kurve gekriegt. Der Arbeitsplatz ist der Ort, an dem der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung erbringt. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.